Der Covid-Lockdown hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt, so auch die Startup-Szene. Das war ein richtiger Schock, wie der Lockdown kam. Gott sei Dank hat die Regierung hier gute Maßnahmen ergriffen. Die beste Maßnahme meiner Meinung nach war der Startup-Covid-Hilfsfonds. Hier wurde ein Fonds von 50 Millionen Euro aufgestellt, der jedes Eigenmittel-Investment in Startups verdoppelt hat. Dieser Hilfsfonds wurde geradezu gestürmt. Der war in kurzer Zeit gleich wieder leer. Es gab dann die Anfragen, ob nicht noch aufgestockt werden sollte. Also man hat hier gesehen, dieser Hilfsfonds war sehr zielgerichtet und hat sehr gut geholfen. Jetzt wird an weiteren Maßnahmen gebastelt. Wir sprechen von zwei weiteren Fonds, ein Runway-Fonds, wie wir ihn intern nennen, ein privat finanzierter und gemanagter Fonds mit einer staatlichen Garantie und auch ein größerer Private Equity Fonds, der ebenfalls im Gespräch ist. In Österreich ist es leider so, dass noch immer viel zu wenig privates Geld für risikohafte Investments zur Verfügung steht. Es werden in etwa 200 Millionen Euro pro Jahr in Startups investiert. Das ist international gesehen viel zu wenig. Ich wünsche mir eine Milliarde, die investiert wird in Startups. Das könnte man auch ganz einfach erreichen. Das Zauberwort dazu, meiner Meinung nach, heißt Double Equity. Immer wenn ein privater Euro investiert wird, soll der Staat die gleiche Summe noch einmal investieren. Solche Programme gibt es bei der AWS. Das heißt sogar Double Equity. Das Programm vom Covid-Hilfsfonds war auch so eines. Der Startup-Covid-Hilfsfonds war auch so ein Double-Equity-Programm, der auch sehr gut funktioniert hat. Das heißt, wir haben schon Beispiele, wie gut es funktionieren kann, wenn der Staat einfach private Einlagen verdoppelt. In den letzten Jahren hat sich eine ganz lebendige, innovative und aufstrebende Startup-Szene und ein Startup-Ökosystem in Österreich entwickelt. Das ist gut. Allerdings im internationalen Vergleich haben wir noch immer Aufholbedarf und deswegen braucht es meiner Meinung nach ein noch klareres Bekenntnis von Gesamtösterreich zu einer Startup-Nation Österreich. Es werden gerade jetzt von der Bundesregierung einige Maßnahmen umgesetzt. Nur um ein Beispiel zu erwähnen, es wird an einer neuen Gesellschaftsrechtsform gearbeitet, eine neue GmbH oder AG oder ein Mittelding dazwischen, das eben das Gründen erleichtert, wo Englisch als Amtssprache eingeführt werden soll und wo vor allem eigene Anteile gehalten werden können und was ganz wichtig ist, diese Anteile an Mitarbeiter abgegeben werden können. Ganz wichtig für Startups. In dem heutigen Rechts- und Steuerrahmen ist es praktisch unmöglich, hier ein ordentliches Mitarbeiteroptionsprogramm aufzusetzen und meiner Meinung nach ist das die einzige Währung, die ein junges Startup hat, um gute Fachkräfte zu bekommen. Geld haben die meisten nicht, um hohe oder gute Löhne zu zahlen. So bleiben die eigenen Anteile über und mit dieser neuen Rechtsform soll auch dies ermöglicht werden. Mein Tipp für die Unternehmen wäre, sich gleich zu Beginn, am besten gleich bei Gründung, die Gedanken zu machen, wie sieht mein Lebenszyklus aus, wann möchte ich wie viel Kapital raisen oder aufstellen und sich darauf rechtzeitig vorbereiten. Kann ja aus privater Hand sein, kann aber auch öffentlich über die Börse gehen. Und ich glaube, es ist gut daran, sich den gesamten Lebenszyklus des Unternehmens gut zu überlegen, wann der richtige Zeitpunkt ist für den Börsengang.